Franz Beckenbauer.
lasst uns nicht lange reden, wir tun, was uns gefällt. Einmal 5 Mark für jeden, das ist doch nicht die Welt. Gute Freunde, wie wir uns nennen, ja, die sind sich so eins wie nie. Wenn sie spielen und helfen können in der Fernsehlotterie. Gute Freunde, wie wir uns nennen, ja, die sind sich so eins wie nie. Wenn sie spielen und helfen können in der Fernsehlotterie. Die deutsche Mannschaft jubelt in diesem Augenblick mit 2:1. Hat sie die Sowjetunion geschlagen und zieht damit in das Endspiel in Wembley ein. Ich erlebe es in diesem Augenblick an meinem kleinen Transistorgerät genauso wie jene Fußballfreunde und Sportanhänger, die jetzt zu Hause vor den Radioempfangsgeräten bzw. vor den Fernsehschirmen sitzen. Das Wembley-Stadion. Hier sind 100.000 Zuschauer beim Endspiel der 8. Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland gegen England. So lautet die Paarung, die in 2 Minuten beginnen wird. Achtung, Achtung! Hi! Nicht im Tor, kein Tor! Oder doch? Jetzt, was entscheidet der Linienrichter? Tor! Zum ersten Mal in der Fußballgeschichte wird England Fußballweltmeister. Grüße! Aterrado! Una vittoria conquistata bene nel primo tempo, difesa poi con affanno dal ritorno degli olandesi nel finale. Ed ecco la Coppa del Mondo nelle mani di Beckenbauer. Andreas Brehme che va dal dischetto e adesso tutta l'Argentina si affida a Goicoechea. Breve però dal dischetto è uno molto preciso, freddo, batte con il destro e non ci arriva Goicoechea e Brehme sblocca al 40° della ripresa, gol di Brehme per la Germania. E come sempre avviene, alla grande delusione, alla rabbia, all'amarezza degli uni fa riscontro alla gioia degli altri. I tedeschi naturalmente hanno pieno diritto di far festa, ma è da comprendere anche lo stato d'animo degli argentini. D'altronde non sono lontani i tempi in cui abbiamo provato anche noi, proprio a causa, tra virgolette, degli argentini, una simile delusione.